So, und damit seid gegrüßt nach ganzen Jahren, nach Ewigkeiten zu einem Let's Play again. Ich habe das 2017, 2018 irgendwann schon mal auf dem 3DS gespielt. Schlecht abgefilmt. Ich würde euch nicht empfehlen, das alte Let's Play zu gucken. Dafür spielen wir es jetzt neu. Nochmal auf Twitch live und später in Parts auf YouTube. Wir spielen Resident Evil Revelations. Genau das. Ja. Das ist schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Deswegen werde ich an einigen Stellen vielleicht halbwegs blind spielen. Erwartet keine großen Meisterwerke. Das Spiel ist von 2000, wahrscheinlich auch 17 oder 16, so in dem Dreh. 15, 14, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist noch von früher. Die Bildqualität ist aufgrund des Spiels. Das Spiel ist alt. So sieht die Grafik auch aus. Aber es ist zumindest jetzt mal. Es ist in einem guten. Es ist eine OBS-Qualität und PC-Game-Qualität aufgenommen. Ich spiegel mich nicht mehr im abgefüllten 3DS-Bildschirm. Und der Sound ist hoffentlich auch halbwegs akzeptabel. Ertragbar zumindest. In 10 Jahren spielen wir es dann nochmal oder so. Keine Ahnung. Oder 5. Keine Ahnung. Lass uns nicht zu lange über vergangene Zeiten reden und lass uns ein neues Let's Play starten. Ein neues altes Let's Play. Auf geht's in Resident Evil Revelations. Starten die Kampagne. Ein neues Spiel. Ich spiele das dann zum zweiten Mal. Spielen wir mal normal. Ich riskiere es einfach mal. Ich bin. Hier auf Risiko. Ich werde es noch bereuen, aber was soll's. Hey, Jill! Dass das Ding überhaupt noch läuft? Bring uns herum! Wir müssen an Bord kommen! Es sind 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie... genau hier auf diesem Schiff. Und da sind wir im Spiel. Und können die Jill und Valentine stören. Die haben wir zuletzt in Resident Evil 1 gespielt.
Das Display, was ich auch erfolgreich abgebrochen habe. Weil es irgendwann zu nervig wurde mit den Zombies. Okay. Müssen wir rechte Kugel verbrauchen? Vielleicht kann ich es aufschießen. Ja, müssen wir. Da sind wir im Schiff. Ah. Das sieht auch kaum noch aus. Es ist schon eine Weile verlassen. Oha. Der ist auch schon eine Weile tot. Und hier haben wir das, die Tür gemessert. Also so messen wir. Und so schießen wir. Okay, aber die Mausempfindlichkeit muss ich mich nochmal. Die ist gut so, weil wir manchmal schnell schießen müssen, aber müssen wir da nochmal ein bisschen dran gewöhnen. Keine Lebenszeichen. Aber irgendetwas ist hier. Oh, Scheiße. Was? Was ist los? Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Okay, den kann man nicht erschießen. Okay, ich werde die Mausempfindlichkeit vielleicht ein bisschen einstellen. Wenn ich kann. Mausempfindlichkeit. Was ist das jetzt? Ist das. Ist 3 jetzt besser? Oder schlechter? Ja, so mag ich es besser. Das ist so ein bisschen. Bisschen Verzögerung. Weil das ein Horrorspiel ist, können wir natürlich nicht schleichen. Da tropft Blut aus den Rohren. Ich glaube, das sollte ein Jumpscare sein. Ich glaube, ich habe mich 2017 auch sehr davor erschreckt. Funktioniert nicht. Das ist 2018 gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Wann haben wir das erste Mal gespielt? Wenn das zuletzt gespielt hat, zumindest Let's Plays noch richtig scheiße waren. Hater, ja, Hater haltet's Maul. Hater würden sagen, es ist immer noch, aber Hater sollten sich mal das Let's Play von damals sagen. Nein, sollten sie nicht. Und eine Ratte. Billige Jumpscares. Das Schiffsregister. Es wurde nach einer Königin benannt. Ach was! Die Queen Zenobia wurde nach einer Königin benannt. Nein. Was du nicht sagst. Jill, sieh dir das an. Gedacht. Parker, hilf mir hier mal. Klar, kein Problem. Ich hab da was. Glaube eine Waffe. Und jetzt? Warte mal kurz. Es ist also nicht Chris. Und wir dürfen das erste Mal was zum Fick. Wir halten die aus.
Die Munition ist hier nichts wert. Alter, die Zombies hier. Schuss und der steht noch. Das erklärt dann auch unser vermisstes Team. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Resident Evil Revelations. Da wurde mal den Bildschirm. Wieso rein? In die Tiefe. Achso, muss drücken. Ja, wird gespeichert. Der wichtige Fortschritt. An dieser sonnigen, idyllischen Mittelmeerküste stand einst eines der weltgrößten Bauwerke. Es dauerte ganze 11 Jahre, die erste Wasserstadt der Welt zu errichten, die schwimmende Stadt Terra Grigia. Eine nachhaltige Metropole, versorgt über eine große Solarenergiematrix, ausgestattet mit den modernsten Biotechnologien. Noch nie zuvor wurde Solarenergie zur Versorgung einer ganzen Stadt eingesetzt. Aber 2004 hat Veltro, eine terroristische Vereinigung, gegen die aufstrebende Stadt einen Bioangriff gestartet. Sie setzten einen Virus frei und etliche Kreaturen, bekannt als BOWs. Diese Kreaturen jagten wild durch die abgeschottete Stadt und infizierten die Bewohner. Die FBC, die führende Anti-Bioterror-Organisation unter der Leitung der Vereinigten Staaten, wurde hergerufen, um den Angriff einzudämmen. Die BSAA, eine Anti-Bioterror-Organisation, die unabhängig von der Regierung operiert, schaltete sich als Beobachter ein, um die FBC zu unterstützen. Entschlossenes, schnelles Handeln war vonnöten. Und so gab das örtliche Hauptquartier den Befehl, die Solarenergie-Matrix der Stadt gegen sich selbst zu richten. Das Chaos und die anschließende Zerstörung wurden bekannt als Terra Grigia-Panik. Nach diesem Vorfall verkündete die FBC, dass die terroristische Vereinigung namens Veltro erfolgreich zerschlagen sei. Wir haben jetzt 2005. Das ist fast ein ganzes Jahr nach dem Vorfall. Aber, wie man sieht, ist die verlorene Stadt Terra Grigia noch immer unzugänglich. Ein schweigendes, kraftvolles Symbol für die Bedrohung der Menschen durch den Bioterror auf der ganzen Welt. Ah, da seid ihr ja. O'Brien, auch mal wieder mit von der Partie? Tja, mein Arzt hat mir Bewegung verschrieben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die FBC das gesamte Gebiet abgesperrt hat. Aber in den letzten paar Wochen sind einige merkwürdige Kadaver angespült worden. Das konnte die FBC vermutlich nicht einfach totschweigen, ne? Jeder, der weiß, was hier passiert ist, kann eins und eins zusammenzählen. Genau deswegen habe ich die BSAA zur Untersuchung hingeschickt. Habt ihr schon eure neue Ausrüstung von Quint bekommen? Die Genesis oder so. So heißt sie doch, oder? Du hast es nicht für nötig gehalten, die Anleitung zu lesen. Nein, aber ich habe sie dabei. Man kann ja nicht wissen. Ich hoffe, du kannst schnell lesen, denn du wirst sie bei der Mission brauchen. Ja, ja, mach ich. Jetzt müssen wir das Handbuch lesen. Okay. Ist ja nicht so lang. Spitzname eines hochmodernen Bioscanners, der zur Zeit vom Global
Pharmazeutical Consortium getestet wird. Es scannt das Ziel mit einer speziellen Synchrotronstrahlung. Die Ergebnisse nutzt er anschließend zur Analyse. Virenanalyse. Auf kleinste Virenmengen können entdeckt und analysiert werden. Impfstoffherstellung. Version 1.04 ermöglicht es erstmal, eine Impfstoffe auf Basis der Virusanalyse herzustellen. Aufspüren. Mit Hilfe der Synchrotronstrahlung kann man auch bestimmte Gegenstände aufspüren. Die Daten für Munition, Heilkräuter und so weiter sind im internen Speicher für weitere Tests hinterlegt. Wenn sich ein entsprechendes Objekt in der Nähe befindet, leuchtet der Bildschirm in der unteren rechten Ecke auf. Und wie hilft uns das jetzt, das Ding zu bedienen? Keine Angst, wir kriegen gleich noch ein Tutorial. Ich laufe mal kurz in die falsche Richtung. Nicht, dass hier irgendwas Spannendes wäre. Einfach widerlich. Die sind alle verwest. So bleiche Haut. Das habe ich noch nie gesehen. Erfasst die Daten mit dem Genesis. Ist nicht schwer. Der Genesis braucht eine ausreichend große Probe, um genaue Daten zu liefern. Scannt die Kadaver und sendet mir die Daten. Da ist etwas. Da ist was drin. Ich lege Munition rum, Leider. Am Strand. Dann wird hier gleich geschossen. Den Kampf schon gescannt. Hat er schon. Die zwei hatten wir. Mehr Munition. Achievement. Beweg dich! Ich bin erstmal ein Feind. Das dachte ich mir schon. Keine Sorge, wir schaffen das. Yeah. Erstmal 40 Schüsse, bis es irgendwie darum geht. Nach Raccoon City muss das doch Kinderkram sein. Warum hast du eigentlich die FBC für das hier aufgegeben? Ich wollte näher dran sein. Ich wollte kämpfen. Ein bisschen Heilung, falls wir jetzt spritzen wollen. Macht weiter mit der Untersuchung, aber äußerst vorsichtig. Na komm. Für eine Analyse brauchen wir mehr Proben. Besorgt sie mir. Oh shit. Dieser Geruch. Das muss das Gas sein. Na, was für eine Sauerei. Oh, nur mit Zoom. Damit die uns ja nicht ausgeht. Steuerung der Hilfswaffen. Waffenfeuer mit G. Mit Granate. Richtung muss das nur mit G. Waffenwechsel 1, 2, 3, 4. Eine Zeitung aus 2004. Wir haben nicht genug Daten für eine genaue Analyse. Sammelt mehr Proben von den Kadavern am Strand. Ja, ja. 68. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht in der Zahl. In 80. Noch irgendwas? Ah ja, hier ist noch ein Klumpen.
sind 97%. Wir wollen hier noch ein kleines Stückchen rum. Ach, hier ist noch ein bisschen. 100%. Erreicht Ihre Analyserate 100%, erhalten Sie einen Gegenstand zur Regenerierung. Die Analyserate verringert sich, wenn Feinde gleicher Art gescannt werden. Ich habe genug Proben. Gut, schickt sie mir sofort. Oh, das war ja klar. Munitionsverschwendung, das Spiel. Endlich etwas Ruhe und Frieden. Das war wohl nichts Besonderes für euch, was? Gut, genug geplaudert. Besorgt mir diese Daten. Hat eine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Weiß der, wen er da angehört hat. Ist nichts Neues für euch. Gute Arbeit. Kein Zweifel. Diese Leichen haben eindeutige Anzeichen einer Virusinfektion. Und es ist sicher kein Zufall, dass sie durch die Sperre der FBC gekommen sind. Tja, mehr können wir nicht tun. Jetzt müssen wir erstmal auf die Ergebnisse des Hauptquartiers warten. Hä? Das ist die Notfallnummer. Ja, ich bin's. Was? Ja, in Ordnung. Ich übernehme das. Wir müssen die Sache beschleunigen. Und zwar sofort. Gut, dann los. Jill, Parker, ihr bleibt an dem Fall dran. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ja. Warum? Wir wissen es leider nicht. Ich habe euch ihre letzten Koordinaten auf eure Terminals geschickt. Ihr Signal ging verloren, über dem Ozean. Ich dachte, sie suchen in den Bergen nach Veltrum. Aber ihrer Position nach sind sie auf einem Schiff. Ich werde ins Hauptquartier zurückgehen und die Suche koordinieren. Und ihr zwei seid meine Augen da draußen. Ja, Sir. Das war schon der erste Abschnitt oder die erste Episode. Interessant. Prozent. Eigentode 0. Abschlusszeit 5 Minuten. 20. Nicht, dass wir es nötig hätten, jetzt schon zu speichern, aber was soll's. Nur 20 Pinsenungen. Glaubst du, die haben Chris und Jessica erwischt? Ich hoffe nicht. Hey, keiner sagt, dass Chris tot ist. Na gut, dann sollten wir ihn endlich finden. Hast du das gehört? War das das Schloss? Ich sehe nach. Okay. Ich schau mal, was ich hier finde. Erstmal lächeln. Verstanden. Ich melde mich, wenn ich Chris' Spur finde. Das Ding hat viele Ähnlichkeiten mit den Leichen am Strand. Oh, ein Objekt. Das kann man gut finden.
Hier ist noch irgendwas. Eine Munition. Und dann werden wir sie brauchen. Und froh sein, sie eingesammelt zu haben. Er sitzt in der Falle. Kannst du ihn rausholen? Nein, ohne Schlüssel läuft da gar nichts. Okay, suchen wir ihn. Suchen wir nach dem Schlüssel. Hier geht's nicht weiter. Scheint in der Sackgasse zu sein. So wenden wir also. Schießen. Diese platzen auch zu so einer blutigen Flüssigkeit. Schon ziemlich eklig. Ist auch noch ein wenig los. Keine Angst, das kommt noch. Die Kisten zur Seite räumen konnte man natürlich nicht. Wäre zu leicht gewesen. Ah, Ankerschlüssel. Müssen wir erstmal Schlüsse suchen. Verschlossene Türen in Resident Evil. Was ganz Neues. Hier wird jemand von dem Zombie gefressen. Schießen. Was ist da los? Eine Überlebende. Aber die BOWs haben sie erwischt. Wer war sie? Ich versuche noch, das herauszufinden. Das ist ein Objekt. Wenn wir sehr viel scannen müssen. Thank you.
Fingerabdruck. Erstes Opfer. Und ja, wir können natürlich nichts einsammeln, wir müssen scannen. Turbkartierschlüssel. Parker, ich habe nichts Neues über die Frau, aber ich habe einen Schlüssel. Probieren wir ihn doch einfach aus. Heftigen Ausschnitt hat sie da. Ja, zoom nochmal ran. Ich weiß aber, dass wir hier irgendwo. Gab es noch irgendwas zu finden? Ich erinnere mich dunkel dran, dass irgendwo noch. Das waren die Dinge hier. Dann haben wir tatsächlich schon alles gefunden. Flugquartierschlüssel haben wir jetzt.